Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yokai Watch. In der letzten Folge habe ich ein paar Quests erledigt oder es versucht, weil ich ja keine Pilze gefunden habe. Irgendwas habe ich falsch gemacht, aber keine Ahnung. Und ich würde sagen, in dieser Folge widmen wir uns wieder der Hauptstory, wenn ich jemals vom Schulgelände runterkomme. Ja, danke. So, wir sind fast da, wenn mir die Puste nicht ausgeht. Oh, hier. Nein, was ist das? Nee. Mach deine Quest alleine. Hier geht's auch nicht lang. Nein. Komm schon. Komm schon, renn. Hier gibt's aber noch eine Quest. Wenn ich schon dabei bin, kann ich ja danach gucken. Ein Kind. Hallo, kleine Dame. Was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Wie unverschämt. Wenn sich jemand verlaufen hat, dann Papa, Mama und mein Bruder, nicht ich. Ich lasse sie einmal aus den Augen und sie laufen weg wie kleine Kinder. So sieh doch bitte für mich, ja? Bestimmt haben sie Angst. Sie waren zuletzt zuerst im Blumenladen am Fluss. Und dann zum Tempel. Und dann Brot in der Bäckerei. Danach... Okay. Ich weiß noch nicht, wo die ganzen Läden sind, aber... Na gut. Oh, sie ist beseelt. Das können wir kurz erledigen. Meine Mutter benimmt sich seltsam. Ich bin so spät dran für mein Treffen mit meinem Freund. Hilf mir. Schnell tu irgendwas, mein Freund wartet. Wo liegt denn das Problem? Sprechen wir mal mit der Mutter. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Hoffentlich. Was willst du denn? Geh mir aus dem Weg. Wenn deine Hausaufgaben noch nicht fertig sind, darfst du auch nicht spielen. Hast du deine gemacht, mein Kind? Wenn nicht, darfst du auch nicht spielen. Ich lasse dich nicht gehen. Die Hausaufgaben werden gemacht. Hey, sie ist so unhöflich, das ist fast schon lustig. Irgendwas ist ja auf jeden Fall faul. Warte mal. Ich glaube, ich spüre einen leisen Hauch einer Yokai-Aura. Ein Yokai beseelt wahrscheinlich die Mutter. Kümmern wir uns darum. Aber wuh. Oh, hier war irgendwas. Da. Huch, was ist denn das für ein Ding? Was bist du denn für ein Yokai? Barricado. Wo ist sein Kopf? Oder unfassbar. Du hast mich gefunden. Ha. Du willst durch? Da musst du durch mich gehen. Was? Wo soll ich durchgehen? Naja, kein Problem für unsere Yokai. Oh wow, das hat fast die Hälfte Schaden gemacht. Ein Griff. Oh. Weniger Schaden als erhofft. Und der eine ist schon down. Dann sollten Tatzen des Zorns das hoffentlich lösen. Warum blockt denn der eine Arsch, ha? Dass die alle noch nicht down sind. Chibanyan wurde beseelt. Na super, Chibanyan. Nächstes Mal ein bisschen mehr Mühe geben, um zu viel sich beseelen lassen. Jo, schnell Ulti-Seel einsetzen, bevor der wieder anfängt zu blocken. Sein Hals tut weh, das ist schön, dann ist er schon beseelt von Tristanie. Das Ding. Er lebt immer noch. Oh. Na dann wechseln wir mal durch. Oh. Schon erledigt. Gar kein Problem für unsere Yokai. Na gut. Jetzt hört die Mutter vielleicht auf, sich ihrer Tochter den Weg zu stellen. Lass uns mit dem kleinen Mädchen reden. Hä? Meine Mutter lässt mich jetzt gehen? Klasse, ich glaube, ich komme immer noch pünktlich zu meinem Freund. Ich frage mich, was mit Mama los war. Naja, egal. Ha, geschafft. Gut gemacht. Ja, Bonusszene. Ich will eine Bonusszene. Boah, wie viel Geld ich schon verdient habe.
Mien, mien. Oh, wie ein Zikado. Wie süß. Es ist so stolz auf sich. Guckt euch mal die winzigen Schuhe an, die es anhat. Das ist so niedlich. So, aber jetzt gehen wir endlich das tun, was wir schon seit Stunden tun wollten, nämlich nach irgendwelchen Akten gucken. Ist ja unten vielleicht eine Bäckerei. Nein, ich gucke jetzt nach dem Bahnhof. Hier, ich habe gar nicht geguckt, ob irgendwas kommt. Kann ich dir weiterhelfen, junges Fräulein? Mein Vater hat wichtige Unterlagen hier liegen lassen. Ich soll sie abholen. Auf dem Umschlag steht sein Name drauf. Johann Forrester? Ah, richtig. Ich glaube, deshalb hat jemand angerufen. Ist das der Umschlag? Yay, Papas Papiere. Dankeschön. Der Name deines Vaters steht drauf. Das muss er sein. Das ist er. Vielen Dank. Freut mich, dass er die Unterlagen zurückbekommt. Auf geht's zum Büro deines Vaters. Es sieht aus, als können wir den nächsten Zug dorthin nehmen. Perfekt. Okay. Zum Lenzhaus nach Hauptbahnhof fahren. Okay, wenn das geht, dann mache ich das gerne. Cool. Gut zu wissen, dass man hier Zug fahren kann. Holt mich mein Vater wenigstens vom Bahnhof ab. Natürlich nicht. So gemein von ihm. Ich bringe ihm seine Papiere und er holt mich nicht mal ab. So, jetzt müssen wir nur noch... Oh, alles in Ordnung? Was ist los? Keine Zeit für Erklärung. Halt deine Watch bereit, Miri. Was? Was ist los? Warum sagt mir niemand was? Oh, meine Güte. Ich hätte, was ist denn das für Yokai? Das sind Amnesimon. Und spar dir die Scherze, diese Dinger sind bitter ernst. Allein die Besiedlung eines Amnesimon macht eine Person total vergesslich. Aber ich habe noch nie so viele auf einmal am selben Ort gesehen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, sowas dir gesehen zu haben. Und weißt du, die... worüber haben wir gerade gesprochen? Du hast über Amnesimon geredet. Ja schon, aber worüber haben wir geredet? Oh genau, die Amnesimon. Ich wette, die haben deinen Vater seine Unterlagen vergessen lassen. Ha, klar, das klingt logisch. Wir müssen ihm seine Unterlagen jetzt bringen. Und zwar schnell, Miri. Wenn dich ein Amnesimon besiegt, vergisst du, was du gerade gemacht hast. Lass dich nicht von ihnen erwischen, wenn du zum Büro deines Vaters gehst. Auf geht's, Miri. Die Besprechung deines Vaters fängt in 3 Minuten an. Alles klar. Oh nein, muss ich jetzt schon wieder ausweichen? Oh, wie komme ich denn da hin? Rein. Hier ist was zum Aufmachen. Ich habe nur eine bestimmte Zeit. Ist das Ihr Ernst? Aber wie? Ich komme hier nicht durch, oder? Schade. Da muss ich zurück auf die Straße, oder? Schneller! Boah, dass ihr auch immer so schnell außer Pust ist. Das ist so anstrengend, das Spiel. Warum tut es sowas mit mir? Hier komme ich auch nicht durch. Wie soll ich denn da hin? Es gibt keine Möglichkeit, hier durchzukommen. Das verstehe ich nicht. Hier vielleicht auf dem anderen Weg. Ich weiß es nicht. Das ist unmöglich. Die stehen ja überall und versperren alle Gassen, oder? Ja, wie soll ich denn das schaffen, hm? Wie soll denn das funktionieren? Oh nein, Amnesimon. Vergiss es. Wie soll denn das funktionieren? Was mache ich hier? Miri? Miri?
Bist du in Ordnung? Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Das Letzte, an das ich mich erinnere? Sind wir am Lenzhausener Hauptbahnhof? Wir waren gerade dabei, diesen Umschlag abzuliefern und, der Amnesie Simon hat uns alles vergessen lassen, was wir gerade getan haben. Darum kümmern wir uns später. Wir müssen unbedingt zu deinem Vater. Das geht nicht. Die Besprechung deines Vaters beginnt in 3 Minuten. Es geht nicht. Hier ist alles verschlossen. Mit Amnesimon. Hier, seht ihr das? Ich komme hier nirgends durch. Es ist einfach alles zu. Es ist alles zu. Was soll ich denn machen? Hier geht's auch nirgends durch? Das verstehe ich nicht. Es geht einfach nicht. Es gibt keinen Weg. Ah. Ist der gerade vom Baum gefallen? Oh, Entschuldigung. Habe ich jetzt Ärger bekommen, weil ich über die rote Ampel gelaufen bin? Oh, bin ich schon wieder über eine rote Ampel gelaufen? Man kann sich aber auch anstellen. So, und jetzt? Komme ich da drüben irgendwie vorbei? Bestimmt auch nicht. Oh, doch! Ja, super. Wie sollte man denn auf die Idee kommen? Oh, sind das viele. Was machen die beiden denn da? Okay, ich kann hier unten lang laufen. Boah, ich habe einfach nur noch 1 Minute. Wenn die auch ständig außer Puste ist, die Frau. Oh Mann, ist das anstrengend. Ja, ich hab's fast geschafft. Jetzt nur nicht von dem einen hier sehen. Boah, sind das viele. Der eine hier kommt zurück. Nein, der ist gerade neu gespawnt. Ach, leck mich doch. Was soll denn das? Was soll denn das, dass die einfach spawnen plötzlich? Da kommt doch keiner gegen an. Ehrlich. Meine Güte. Was soll das denn, hm? Die können doch nicht plötzlich einen spawnen lassen. Wie soll ich denn das schaffen, wenn ständig einer spawnt? Das kann ich ja nicht riechen. Oh, dieser blöde Teddybär. Ja, wer sollte das sonst sein? Da ist schon wieder einer neu gespawnt. Ja, super. Jetzt muss ich auch noch gegen Yokai kämpfen. Oh. Wahrscheinlich habe ich keine Chance gegen das Vieh. Na toll. Der erste ist schon down. Oh, der tötet jetzt alle. Eine Scheiße. Ich wette, man kann das Ding gar nicht besiegen. Das war echt gemein. Ich hätte es fast geschafft und dann ist das Ding plötzlich gespawnt. Ich verstehe nicht, was das soll. Warum kann ich nicht weiter drehen? Komm schon. So. Noch ein Yokai. Wir haben eh keine Chance gegen das Vieh. Geht auch ständig alles daneben. Guck mal, wie viel der noch hat. Das ist unmöglich. Ich habe doch noch eine Fluchtpuppe. Gut. Naja. Ich würde sagen, ich beende jetzt die heutige Folge. Es wird eh nichts passieren, außer dass ich verliere. Ich bin eh fast down. Und in der nächsten Folge schaffen wir das hoffentlich, da durchzuschleichen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.